Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Sekiro Shadows Die Twice. Ich weiß, dass ich in diesem Bereich noch ein paar Items liegen habe, die ich auf jeden Fall auch nochmal holen sollte. Ich werde aber erstmal die große Tür öffnen, die ja versperrt ist. Vielleicht kann man damit schon das eine oder andere eher erreichen. Das heißt, wir reisen zum Palastgelände. Unser Ziel ist es immer noch, die Drachenträne zu besorgen. Irgendwo hier muss es die geben. So. Ja, die kann man hier, diese Burschen kann man einfach so töten, wie sie hier sind. Da ist auch ein Geheimgang, wie mir scheint. Ja, die sind gerade so ein bisschen zu Art Zombies mutiert, ne? Scheint mir zumindest so. Scheint auf jeden Fall nicht mehr so korrekt drauf zu sein, die Bros. Ich glaube, das ist die Tür, die ich öffnen sollte. Für die Oma. Weil sie ja hier ihre Aufgabe zu erfüllen hat. Das heißt, wir können jetzt auch damit, glaube ich, ihre Quest vorantreiben. Und den Shishi-Man muss ich ja auch noch töten. So, großer Sakura-Baum. Es kann aber sein, dass sie jetzt schon weg ist, dass wir sie erst später wieder treffen, weil sie jetzt sozusagen auf ihrer Reise ist. Also es würde mich nicht wundern. Yep, und sie ist weg. Okay, das heißt, sie hat es realisiert. Okay, der Dude hat die Tür aufgemacht. Sprich, wir werden sie erst später wieder treffen. Oh Gott. So, gut, dann heißt es wieder Heimkehrfigur und dann doch im anderen Gebiet weitermachen. Gut. Ich bin sehr gespannt, was hier noch alles kommt. Also dafür, dass das Spiel immer hieß, Sekiro wird nicht so lang, ist es dann tatsächlich doch noch ein bisschen länger geworden. Fällt mir so auf. Also, ne, so von den Gebieten her ist jetzt nicht so... Also die Gebiete sind nicht so umfangreich wie teilweise bei Dark Souls und es gibt nicht so viele Bosse wie in diesen Spielen, aber ist jetzt auch nicht so... Okay, sie hat sie jetzt alle umgebracht und bringt sie alle um. Ihr Biester! Ihr habt ihn die ganze Zeit getäuscht, Edelmut, Ewigkeit, Lügen, um ihn zu täuschen, gebt ihn wieder her. Vater, mein Vater, gebt ihn her. Hey, gebt ihn wieder her, mein Vater. Ich sehe hier gerade den Weg. War ich da hinten sogar schon? Wartet mal, ich sehe gerade einen Weg. Ist das da oben nichts zum Festhalten? Doch, ha, eine Höhle. Okay, ihr leitet mich irgendwo hin. Ihr wollt mich fixen. Was ist die Trap? Ah, da oben, ich sehe schon. So, gab es hier nicht auch noch ein Item? Ja, da unten. Da will ich aber noch gar nicht hin.
Oh, hier gibt's sogar ein... Oh. Seid gegrüßt. Ich grüße euch. Kennt ihr euch mit Karpfenschuppen aus? Den unbezahlbaren Schuppen des göttlichen Schatzkarpfen. Bringt sie mir und ich werde euch fürstlich belohnen. Oh, okay. Ich habe zufällig ganz viele Schuppen. Oh, wir können die eine Maske kaufen. Ihr da, wenn ihr jemand anderen in einem Gefäß wie meinem trefft, dann hört ja nicht auf ihn. Er ist eine Schande unseres Clans. Ein verräterischer Bösewicht, der den großen Karpfen zu seinem eigenen Vorteil töten wollte. Ich habe fast alle meine Schuppen zurück. Und das verdanke ich nur euch. Jetzt muss er für sein Verbrechen bezahlen. Aber Schuppen sind unbezahlbar. Fast als wäre ich ebenfalls unbezahlbar. Ihr da, ihr habt bisher ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ich spüre, dass ich mich auf euch verlassen kann. Darf ich euch meine Geschichte erzählen? Oder vielmehr mein Geheimnis? Sicher. Wundervoll. Wirklich bemerkenswert. Also das Geheimnis, von dem ich sprach, ich möchte, dass ihr den großen Karpfen diesen Köder hier überreicht und lasst euch, wenn möglich, nicht dabei beobachten. Geht heimlich vor. Sehr kostbarer Köder. Dies ist ein sehr kostbarer Köder. Wenn Haare aus einem Köder wachsen, ist er etwas Besonderes. Der Adlige im Gefäß im Palast der Urquelle ist davon besessen, mit dem Meister eins zu werden. Gib diesen Köder dem Herren, dem großen Karpfen. Biete ihn aufrecht, aber leise an. Es darf niemand wissen. Tut es. Und ich betraue euch mit dem geheimen Schatz des Palastes. Da seid ihr ja wieder. Bringt ihn zum... Und denkt da... Tut es. Okay, der Typ lacht halt, ne? Wie sie da halt immer lachen. Da seid ihr ja wieder. Seid vorsichtig mit leise. Wie die halt immer am Lachen sind, ne? Wenn sie sowas sagen. Aber okay. Eine Aufgabe haben wir damit jetzt ja. So, da unten gibt es noch ein Item zu holen. Ah ja, göttliches Konfetti. Zwei Stück. Ich glaube, hier oben gab es nämlich auch noch was zu holen. Ja, die Tod, scheiße. Aber hier gab es halt noch irgendwo ein Item, ne? Eines, das ich sehr gerne haben wollte. Bye. Ja, diesen Köder überreichen, wie macht man das? Und sollten wir das machen oder was? Also ich bin da gerade sehr vorsichtig. Es klingt nicht sehr rechtschaffen, was der da von sich gibt. Es klingt eher böse.
manche Enterhaken aktivieren sich ja, das habe ich mittlerweile auch schon festgestellt, nur aus wirklich ganz speziellen Winkeln. Das heißt, sie sind da, aber man kann sie noch nicht gleich automatisch benutzen. Manche sind ein bisschen schneller zu sehen. Bei den Masken, wie viele haben wir davon jetzt eigentlich? Das irgendwo angezeigt? Ne, wir haben erst ein Maskenfragment. Es gibt halt mehrere. Okay. Aber wir machen jetzt erstmal weiter hier. Schauen uns mal ein bisschen hier noch weiter um. Da muss ich mir erst nochmal Gedanken drüber machen. Okay, also sie bringt sie jetzt immer alle für uns um. Wow. War doch echt gute Arbeit geleistet, ne? Sind alle tot. Spart uns damit natürlich auch ein bisschen Zeit. Das nenne ich mal wirklich kaputt gemetzelt hier. Boah, diese... Ey, kommen die jetzt hier bloß noch mit ihren Schocks an? Boah, Leute, ey. Man kann sich aber auch lang schwingen. Aber da unten stirbt man. Okay, hier gibt es direkt den nächsten. Okay, ich glaube, wir kommen... Oh, oh. Das Heiligtum. Oh, oh, ich glaube, hier sollten wir jetzt demnächst mal umkehren, oder? Ach, ist es sie wieder? Nee.
Das Reich der Götter. Ach, du Schreck, okay. Wow. Wow, okay. Ach du Scheiße. Muss ich gegen ihn jetzt kämpfen? Ach du Scheiße. Wow. 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 Mache ich jetzt hier oben. Okay. Okay. Warte mal. Der ist hier so ein Blitz drauf. Okay, mach ich ihm jetzt damit Schaden? Aha. Okay, also auf manchen ist dann Blitz drauf. Wenn ich dann da hochgehe, mache ich halt so. Nehme den Blitz, werfe ihn hin, mache Schaden. Ist das nicht ein bisschen... Ja, jetzt ist seine Leiste ja bald voll.
Aber heilen sollte ich mich mal. Okay, den kann man ja ganz einfach auslösen. Manchmal mehr, manchmal weniger einfach. Ach du Scheiße. Wow. Also als da diese Bäume waren, fand ich das irgendwie geiler. Aua, aua. Der haut einfach richtig raus, der alte Drache hier. Oh, es sind wieder, Bäume da. Okay. Ja, da hat was drauf. Okay. Muss ich jetzt... Ah, okay. Den Last Hit sozusagen geben. Oh, Alter. Gütiges Geschenk der Tränen. Habe ich jetzt gerade den Drachen getötet? Okay. Ich hatte sowas geahnt, weil Heiligtum da stand, aber das... Der war jetzt irgendwie ziemlich groß. Das WTF. Erinnerung göttlicher Drache. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Der göttliche Drache, alte Gottheit des immerblühenden Baums. Göttliche Drachentränen. Tränen des göttlichen Drachen. Nur die sterbliche Klinge kann das gütige Geschenk der Tränen gewähren. Der Körper des göttlichen Drachen ist ewig und seine Tränen waren nach dem Vergießen für alle Ewigkeit, waren für alle Ewigkeit ihre Form und Feuchtigkeit. Wenn ein Träger des Drachenerbes sie verzehrt, wird die Aufhebung der Unsterblichkeit vollzogen. Okay. Angriffskraft verbessern. Göttlicher Drache. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es dem Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Der göttliche Drache ist ein Gott der Drachen in Drachengestalt. Er kam einst aus dem Westen und ließ sich in diesem Land nieder. Ein Teil von Ashina ist sehr alt. Der Boden und das Wasser in diesem Land überzeugten den Drachen, hier zu leben. Okay, ich habe ihn jetzt getötet dafür. Auch nicht so geil. Ja, und das ist irgendwie Ishin und er ist tot und daneben ist Emma. Ishin Sama, was ist geschehen? Ishin Sama ist seiner Krankheit erlegen und verstorben. Ich verstehe. Ihr habt es sicher gespürt. Die Zentralarmee nutzt diese Gelegenheit für einen Angriff auf die Burg. Und der göttliche Erbe? Hier. Geheimer Durchgangsschlüssel, der Schlüssel zum geheimen Durchgang aus der Ashina-Burg. Der geheime Durchgang ist am Ende des Grabens in der Ashina-Talsperre, unweit des Mondblickturms. Kuro ist durch den Gang aus der Burg entkommen und der Wolf will dort zu ihm stoßen. Dieser Schlüssel. Hat mein Herr die Burg durch den geheimen Durchgang verlassen? Ja, werter Wolf. Der geheime Durchgang liegt in der Nähe des Grabens an der Ashina-Talsperre, nicht weit vom Mondblickturm entfernt. Kurosama hat die Burg durch den geheimen Durchgang verlassen und erwartet euch auf dem Silbergrasfeld. Ich verstehe. Die Nachtschwalben haben auf Befehl von Ishin-sama Rauchzeichen auf den Dächern hinterlassen. Der Rauch sollte euch den Weg zu Kurosama weisen. Kurosama hat die Burg durch den geheimen Durchgang verlassen. Der geheime Durchgang erwartet die Nacht. Der Rauch... Was ist mit... Fürs Erste bleibe ich an Ishin-samas Seite. Verstanden. Ishin-sama hat mir etwas anvertraut. Ich sollte es euch überreichen. Aber mir scheint, ihr seid noch nicht bereit dafür. Ich gebe es euch, sobald ihr eine Geheimtechnik gemeistert habt. Verstanden. Begebt euch zu Kuro-sama. Okay, mit der Geheimtechnik meint sie höchstwahrscheinlich den Ashina-Kampfstil, ne? Ah, nee, haben wir eigentlich schon. Oder nee, hier für 5 Punkte. Die ich ja sogar hätte. Ashina-Kreuz.
Kann es sein, dass sie die damit meint? Weil er ist ja immer so auf diesen Ashina-Kampfstil abgegangen. Werter Wolf, wie ich sehe, habt ihr eine Geheimtechnik gemeistert. Dann ist es an der Zeit, euch etwas zu geben, das mir von Ishin-sama anvertraut wurde. Nehmt es bitte. Mushin-Esoterik-Text. Ein einzigartiger Text über den legendären Ashin-Mushin-Geländestil. Die Machtgier des jungen Ishin kannte keine Grenzen und seine zielstrebige Suche nach Stärke ließ ihn Ashin erobern. Er kombinierte Techniken der Stile, auf die er stieß. Dieser Antrieb zeichnete Ishins Errungenschaften aus und deshalb wird dieser Text auch nie fertiggestellt werden. Was ist das? Ein Buch, das die Geheimtechniken des Ashina-Mushin-Stils beinhaltet. Ishin-sama. Wenn Sekiro diese meistern könnte, würde ich gern gegen ihn antreten. Das waren seine Worte. Verstehe. Begebt euch zu Kuro-sama. So, wartet mal. Fähigkeiten. Der neue, da haben wir ihn, die Mushin-Künste. Oh ja, alles noch gesperrt. Ey, Schattensturm. Ah ja. Machterfüllte sterbliche Klinge. Ah ja, oh, zusätzliche Kraft. Wolkenwirbelübergang. Wow, nochmal richtig fette Skills hier. Schatteneinschlag. Krass, okay. Ihr lieben Leute, jetzt ging es in dieser Folge alles ein bisschen schnell. Wir haben die Questreihe der Oma vorangetrieben. Wir haben den göttlichen Drachen besiegt und seine Träne geklaut und müssen jetzt auf Silbergrasfeld zu Kuro, um dort das Ritual zu vollziehen, um die Rückkehr des Drachen in sein Heimatland zu gewährleisten. Aber der ist jetzt irgendwie tot. Also, wie das genau funktioniert, ich weiß es nicht. Ging jetzt alles ein bisschen schnell. Ich bin sehr gespannt, was wir hier noch alles machen können. Ich werde auf jeden Fall jetzt versuchen, noch irgendwie die Sache mit dem Karpfen auf jeden Fall noch zu machen. Das ist mir auf jeden Fall noch wichtig. Und dann, ja, schauen wir einfach mal. Ich bin gerade ein bisschen überrumpelt, deswegen seht es mir nach. Ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß hattet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und haut rein. Ich freue mich auf euer Feedback. BB, euer Hyuga.